Unser kleiner mechanischer Freund verschwindet hier immer. Und ich glaube, jetzt werden wir wieder eine etwas düstere Situation haben, oder? Kann das vielleicht sein? Mal schauen. No. Okay. Eine Kette. Okay. Wir folgen der Kette. Wir folgen einfach der Kette. Schau mal, wo die hinführt. Oh, ich sehe schon einen tollen Fisch da hinten. Den Mondfisch habe ich da schon gesehen. Habt ihr ihn auch schon entdeckt? Da war ein Mondfisch. Ein ganz faszinierender Fisch. Ich schwimme da gleich hin, um euch den näher zu zeigen. Keine düstere Situation. Hier protzt es vor Leben. Guckt euch an. Oh, wieder eine schöne Schildkröte. Meeresschildkröte vor uns. Und, oh, ich glaube, das sind Adlerrochen hier vor uns, die wir da sehen. Der Trupp dort, der gerade auf unseren Ruf reagiert hat, hier über uns. Wunderschön. Und da ist aber hinten der Mondfisch. Mola, Mola. Gilt als der schwerste Knochenfisch der Welt. Mit einem Maximalgewicht von sage und schreibe 2 Tonnen. Bis zu 2 Tonnen kann dieser Fisch wiegen. Und der ist aufgrund seiner Form. Da bin ich bei ihm dran. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist kein Adlerrochen. Da ist die deutsche Übersetzung falsch. Dann jetzt mal hoppen. Mal gucken, ob wir hier oben ran schwimmen. Habe ich einen kleinen Fehler im Spiel gefunden. Eulala. Sowas aber auch. Mal gucken, was er hier sagt. Auch Adlerrochen. Das ist leider leider falsch. Das ist der Mondfisch. Wie gesagt, mit einem Gewicht von über 2 Tonnen sogar. Gilt er als der schwerste Knochenfisch der Welt. Und der kann fast 3 Meter lang wären und aufgrund seiner Form, wie ihr so wunderbar seht, ne, die Afterflosse und die Rückenflosse, die nach oben und unten ragen, ist er fast genauso hoch, wie er lang ist. Und was ich über den gelesen habe, was ich auch echt spannend fand und mega interessant, wusste ich vorher auch nicht, die Weibchen sind extrem fruchtbar, ne? Die legen pro Laichvorgang können die wohl bis zu 3 Millionen Eier ablegen. 300 Millionen. Nicht 3 Millionen, 300 Millionen, ihr Lieben. Was für eine unglaubliche Zahl. Wohl die höchste Zahl aller Fischarten, die überhaupt vorkommen. Und, oh mein Gott, ich sehe das nächste Wunderbare. Guckt euch an, was wir da hinten haben. Rundschwanz-Seekühe. Manatis. Die sind so süß. Eine Seekuh. Gut zu erkennen an dieser runden oder spatenförmigen Fluge, dass es Rundschwanzseekühe sind. Da gibt es 3 Arten von. 2,5 bis 4,5 Meter können diese Tiere lang werden. Ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen. Kleinere Fische können auch mal verspeist werden. Aber hauptsächlich ernähren sie sich von Pflanzen. Und die Tiere können auch 500 bis zu 500 Kilogramm wiegen. Und was auch spannend an dieser Tiergruppe ist, die engst verwandte Tiergruppe von diesen Seekühen sind die Landelefanten tatsächlich. Das ist die nächste engere
Tiergruppen, die mit denen verwandt sind. Tatsächlich die Landelefanten. Manatis sind echte Vielfresser, können so 8-15% ihres eigenen Körpergewichts pro Tag zu sich nehmen. Auch eine Wahnsinnszahl. Was bei den Tieren ganz süß ist, ist, dass die wohl... Habe ich wirklich gelesen. Ich habe mir leider nicht mehr den Bericht angucken können. Ich glaube, bei unserem blauen Planeten gibt es auch so einen Bericht darüber. Oder unsere Erde. Wo David Attenborough mit denen im Wasser steht. Und auch berichtet davon, dass es teilweise ganz schön stinken soll, weil die Tiere wohl relativ oft furzen. Tatsächlich. Ist wohl wirklich so, ihr Lieben. Ist wohl wirklich so. Und ich habe sogar gelesen, dass die aufgrund sozusagen der Furze kontrollieren können, ob sie sinken oder steigen im Wasser. Tatsächlich soll das so sein. Witzig, oder? So, können wir hier meditieren? Nein, hier nicht. Okay. Mal gucken, was da hinten mit der einzelnen... Nee, das muss ja hier unten sein. Da. Da können wir es machen. Mit der einzelnen Figur, oder? Nein, auch nicht. Okay. Oh Mann, hier gibt es wieder so viel zu entdecken. Manatees. Mondfisch. Der fälschlicherweise als Adlerrochen leider gekennzeichnet ist. Aber wir hatten, glaube ich, hier trotzdem Adlerrochen gehabt. Der ist hier auf jeden Fall im Spiel. Da hinten ist die Meditation. Ich könnte aber erstmal natürlich gucken, wenn ich mich umschaue. Komm, wir meditieren ganz kurz. Wo ist das an? Genießen wir hier kurz die Landschaft. Den Blick auf den Mondfisch vor uns. Knarzende Geräusche von der Kette hier. Gucken wir uns mal an. Was soll uns denn hier? Eine Meeresschnecke. Das sind also die Meeresschnecken. Eigentlich sieht es eher aus wie ein Perlboot, von dem ich schon berichtet habe. Aber gut. Ja, leider, wie gesagt, stimmt das nicht. Gucken wir uns weiter um. Was haben wir hier für ein Hai? Der Seidenhai. Okay. Neue Haiart. Lass mal gleich beim Beute erlegen. Er tappt den Guten. Okay. Schön, schön. Gucken wir uns weiter um. Was haben wir hier noch? Mal der Seidenhai. Goldene Stachelmakrele. Die goldene Stachelmakrele. Ah, und da sind sie. Nochmal die Seekühe. Die sich sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser aufhalten können. Und das auch tun. Schwarzbärbarsch, okay. Nochmal die goldene Stachelmakrele. Ah, da drüber müsste der Adlerrochen sein. Ah. Oh, ein Kelpfisch. Den hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Gehen wir raus. Schauen uns mal an, was wir hier so alles machen können. Irgendwas müssen wir mit der Kette machen, um hier weiterzukommen. Da hinten ist ein Tor zu sehen.
Das müssen wir irgendwie aufbekommen. Ich schwimme einfach mal ganz kurz hin. Aber erstmal müssen wir unseren kleinen mechanischen Freund wahrscheinlich wieder finden. Und dann machen wir das auch erstmal. Ich würde mal vermuten, dass wir hier wieder unseren kleinen mechanischen Freund finden werden. Jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Sag mal hier, Shuttles. Und den Zebrahai. Haben wir hier freigelassen. Wundervoll. Weiter geht's. So viel Leben wie möglich hier in die Welt bringen. Unser kleiner mechanischer Freund und wartet auf uns. Und mit dem können wir bestimmt die Ketten reparieren und zusammenfügen. Yeah! Schön, dass wir ihn wieder bei uns haben. Klein, mechanisch und voll. Oh, was haben wir hier? Okay, hier scheint eine Kette gerissen zu sein. Hier folgen. Das sieht spannend aus. Ah, ja. Okay, hier geht es anscheinend weiter. Jetzt bin ich am Überlegen, ob es, wenn ich da lang schwimme, ob ich den Bildschirm hier nicht mehr betreten kann. Deshalb gucke ich mich hier erstmal noch ein bisschen um. Aber ich vermute, ich muss dort weiter. Dann von dort aus eher weiterzukommen. Aber ich schaue erstmal hier hin. Wahrscheinlich nicht weiterzukommen. Okay. Dann schwimmen wir mal da hinten wieder hin. Mal kurz hier einen Abstecher machen. Hier noch was machen können? Oder haben wir hier schon... Ja, haben wir schon. Freit. Weiter geht's. Dann lasst uns mal da unten. Oder warte, auf der anderen Seite kurz gucken. Da hinten ist noch was Helles. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da drüben sieht es nämlich auch aus, ob es da vielleicht
was zum Öffnen gibt. Ach, guck einer mal an. Ein Kurbel. Ein Kurbel. Okay. Okay, funktioniert nur auf der einen Seite. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite wahrscheinlich genau die Kette mit der Kurbel verbinden. Da war die ja wahrscheinlich abgerissen. Deshalb. Deshalb müssen wir da was machen. Das sieht doch ganz danach aus, jawohl. Wie toll das hier aussieht. Guckt euch das an, ihr Lieben. Wunderschön. Wunderschön. Wir gucken, ob ich vielleicht noch eine Muschel finde. Danach aus. Dann aktivieren wir hier die Kurbel. Dann sollte das Tor aufgehen. So ist es. Sesam, öffne dich. Okay. Na dann mal los. Beziehungsweise, wir steigen noch einmal ganz kurz nach oben. Schauen mal, wie es oberhalb des Wassers aussieht. Wieder Seevögel über uns. Das da oben sieht immer so aus, als ob da irgendwie, weiß ich nicht, in der Luft irgendwie wie ein Felsen schweben würde, ne? Oh, lassen wir uns mal ganz kurz von dem Zebraheim mitnehmen. So, viel Zeit muss schon sein. Oh, guck mal, warte mal, lass mal, ich will noch mal zeigen. Jetzt ist aufgefallen, guckt euch mal diese Figur hier an. Diese hier, wo ich jetzt auf zuschwimme. Die hier. Die sieht aus wie eine Moräne, ne? Angelehnt an der Moräne ist das eindeutig cool. Sehr cool. Das ist eine Hammerhai-Figur. Mehrere Hammerhai-Figuren. Was, aber ich glaube, das habe ich auch schon aktiviert, ne? Das habe ich aktiviert, ja. Das habe ich aktiviert. Oben liegt noch eine Kette, das gucke ich mir auch noch mal an. Genau, hier hinter dem Meditationspunkt. Ob man nämlich nicht nach unten kommt. Das wird jetzt nochmal interessant. Ja, kommt man nämlich. Das sind hier alles Perlboote. Cool. Die hier einfach als Schnecken bezeichnet werden. Auch nicht ganz korrekt.
wie soll das jetzt, Muscheln bezeichnet werden. Eindeutig Perlboote. Okay. Aber ich habe sie entdeckt. Sehr schön. Sehr gut. Dass wir da nicht vorbeigeschwommen sind. Wartet. Ja. Weiter geht's. Zum nächsten Bildschirm. Befreien, wunderbar. Oh, den Rotfeuerfisch, den guten Rotfeuerfisch, dessen Stacheln für Ockelmenschen giftig sind. Bestimmte Zackenbarscharten sind hingegen gegen diese Stacheln, besonders gegen das Gift in den Stacheln immun. Und wenn die mit den Rotfeuerfischen im gleichen Revier jagen, dann vertreiben durchaus die Zackenbarsche diese Rotfeuerfische, um dort dann alleine auf Beute zugehen zu können. Und die schnappen eben auch nach den, also die Zackenbarsche nach den Rotfeuerfischen, weil, wie gesagt, ihnen das Gift an den Brust, also an den Stacheln, das sind ja eigentlich die Rückenflossenstrahlen, nichts ab. Anhaben können. Okay. Ich glaube, wir können weiter schwimmen. Wir können noch einmal ganz kurz hier nach oben schwimmen. Schauen, ob hier oben vielleicht doch noch was ist. Wie gesagt, nichts hetzt uns. Wir müssen uns nicht beeilen. Wir haben alle Zeit der Welt. Scheint aber nichts mehr verborgen zu sein. Und da oben der schwebende Felsbrocken. Und sieht das jedenfalls aus. Okay, tauchen wir wieder ab. Da kommen wir her. Und da führt uns der Weg weiter. An den Rotfeuerfischen vorbei. Okay. Weiter geht's. Quallen. Um uns herum. Der nächste... Oh, was war da hinten? Habt ihr das gesehen? Der weiße Hai. Unser Freund. Mr. White Sharky. Ist wieder da. Oh, ich kann mich nicht umgucken gerade. Ich glaube, ich habe was aktiviert. Jetzt kann ich mich wieder umgucken. Ist der weiße Hai wieder?
vor uns geflohen. Umentschieden. Ich schwimme nicht nach oben, ich schwimme ganz nach unten. Und guck einer mal an. Oh, guck mal, da, warte, guck mal, Alter, hier vor. Tintenfisch, hast du gesehen? Also, die Muschel befreien. Das Perl wird befreien. Und hier drin. Da ist ein Oktopus. Achtarmiger Tintenfisch. Da ist er draußen wieder. Aus dem Tonkrug raus. Da zieht er sich wieder zurück. Einfach nur schön. Schauen wir hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht entdecke ich noch ein Perlboot. Ich werde jetzt nur noch Perlboot nennen, nicht Muschel. Das erinnert mich immer viel mehr an ein Perlboot als an eine Muschel. Scheint aber nicht so zu sein. Aber ich schwimme hier lang nochmal. Dann komme ich aber durch her. Trotzdem gucken wir hier unten nochmal. Auf dem Meeresboden. Ob wir hier noch irgendwas Schönes entdecken. Nein. Okay. Kann mich hier nicht meditieren? Was? Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Anscheinend nicht. Okay. Bin ich jetzt von ausgegangen. Ich meine, ich habe mich gewundert ein bisschen, dass weil hier so wenig Tiere sind. Aber gut, dann. Warte, ich werde es nochmal anschwimmen, weil irgendwie kommt es ein bisschen komisch vor. Weil hier wird mir nichts angezeigt. Nein, nein. Okay. Na dann geht unsere Reise hier lang weiter. Dem weißen Hai hinterher. Mal wieder. Jetzt. Wo sind wir denn hier wieder angekommen? Ah. Es ist wieder düster. Oder düsterer, sagen wir es mal so. Und da unten sehen wir wieder das blaue Licht, was auf uns wartet, um durchzuschwimmen. Um zu gucken, dass wir den nächsten Korallenbaum, wie ich sie immer bezeichnen möchte, freizuschalten. Und dann wird sich das hier wieder alles verändern. Und alles zum neuen Leben erweckt werden. Und das hier, finde ich, ist eine wunderbare Stelle, um mich diesmal von dem Let's Play zu verabschieden. Dann euch beim nächsten Mal auch hoffentlich wieder begrüßen zu können, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Let's Play von Abzu. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Benji Julio.